Zur Vorgeschichte der Borodajkiewicz-Affäre. An der Hochschule für Welthandel lehrt die Wirtschaftsgeschichte der extrem rechte Professor Taras Borodajkiewicz. Bei seinen Vorlesungen hat er ununterbrochen rechte Anspielungen und antisemitische Beaumonts, wenn man so will, von sich gegeben. Zum Beispiel, er sagte, Karl Marx ist das Enkel eines Rabbiners oder der Verfasser der österreichischen Bundesverfassung. Hans Kelsen heißt in Wirklichkeit Kohn, was überhaupt nicht gestimmt hat und so weiter. Und diese Ausführungen hat der damalige Student, der spätere Finanzminister Lazziner, mitgeschrieben. Er übergab sie damals einem jungen Sekretär im sozialistischen Parlamentsclub, Dr. Heinz Fischer, dem heutigen Bundespräsidenten. Und der schrieb in der Arbeiterzeitung und auch im theoretischen Organ der Sozialistischen Partei Zukunft Artikeln gegen Borodajkiewicz. Und dann gab es die Kabarettsendung Zeitventil, wo man Originaltexte der Kurt Sobotka als Borodajkiewicz da vorgestellt hat. Und die Folge war eine riesige Aufregung in Wien. Wir waren bei der letzten Vorlesung und Michael Siegert, der spätere Redakteur des Profils, hat damals gesagt, na was ist, Herr Professor, heute gar nichts von den Juden, es waren natürlich auch die Rechten da und es war, wie man in Wien sagt, eine richtige Taucherei im Hörsaal. Und dann war die erste Demonstration, Dachorganisation der österreichischen Widerstandsbewegung, am 29. März 1965, hier in den Arkaden, schon mit schweren Schlägereien von uns mit den Rechten. Und dann die große Demonstration am 31. März 1965. Wir haben aber Schlussfolgerungen gezogen aus der Demonstration vom 29. März, dass unbedingt eine starke Ordnertruppe notwendig ist. Weil sonst hätte es meiner Meinung nach mehr Tote gegeben. Wir sind damals von der Technischen Hochschule sind wir losgezogen, wurden schon beschossen von den Rechten mit Orangen, die mit Farben gefüllt waren, mit Böller. Schwere Schlägereien schon an der Opernkreuzung, da war kurz eine Pattsituation. Wir sind durchgebrochen und hier war dann dieser erste Tote der Zweiten Republik. Und ich habe mit dem ehemaligen Finanzminister Lazziner gesprochen, der damals Student war. Und er hat mir bestätigt, dass einige, natürlich nicht alle, Hochboro gerufen haben und vor allen Dingen Hochauschwitz. Und hier war dann eine unglaubliche Empörung mit schwersten Schlägereien, die dann circa 8 Stunden in allen Straßen der Innenstadt von 14 Uhr, 16 Uhr bis circa 1 Uhr früh waren die Schlägereien. Besonders hart auch beim Burgtheater, wo die rechten Schauspieler angegriffen haben des Burgtheaters, die uns Beifall geklatscht haben, als eben Vertreter des Antifaschismus. Das Begräbnis von Kirchweger war das größte Begräbnis seit 1945. 25.000 Menschen waren damals in der Innenstadt beim Begräbnis und die Bundesregierung ist vorne gegangen, darunter ehemalige KZ-Häftlinge von der Sozialistischen Partei, aber auch von der Österreichischen Volkspartei. Das war die größte Affäre, die wir erlebt haben in der Zweiten Republik, im Kampf gegen den Rechtsextremismus.